Moin ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fidelity in Hamburg. Wir haben heute ein Video für euch, wo wir einmal unsere beiden Räume, die wir auf den norddeutschen HiFi-Tagen hatten, vorstellen. Heute ist Sonntag, 16 Uhr, quasi nach der Messe, direkt nach der Messe. Deshalb ist der Raum leer. Und ich habe Mika neben mir, ich freue mich sehr. Hi! Mika, du hattest hier den Raum quasi, wir standen hier auch zusammen. Wenn du magst, zeig uns einmal die Anlagen, was wurde hier vorgestellt? Perfekt. Danke noch, dass es auch noch klappt. 16 Uhr, Messe ist vorbei, war echt erfolgreich. Wir waren echt, wirklich, ja. Ja, war super. Ja. Hatten die ganze Zeit irgendwie volles Haus. Und die Grundidee, die wir hier in dem Raum hatten, waren zwei komplett unterschiedliche Anlagen zu spielen. Für uns ist es einfach wichtig, dass der Kunde verschiedene Möglichkeiten hat, sich einfach der Musik zu nähern. Und dann schauen wir als allererstes mal auf die Anlage, die auf der Seite hier ist. Das ist eine Lindorf-Anlage. Lindorf ist ein dänischer Hersteller, gegründet von Peter Lindorf. Peter Lindorf ist vielleicht einer der umtriebigsten Unternehmer in der HiFi-Branche generell. Und was Lindorf als Marke auszeichnet, ist, dass es Digitalverstärker sind und dass wir eine Raumkorrektur haben. Und wenn man das Setup jetzt hier vorne anschaut, dann ist es so ein Setup, was man sich in jedem Wohnzimmer einfach vorstellen kann, ja, wo HiFi nicht dominant in den Vordergrund geht. Absolut, bin ich bei dir. Allein schon die Lautsprecher, du hast ein Dreibein-Stativ, das ist schon mal was Spezielles. Also egal, wo du auf der Messe rumgegangen bist, eine absolute Besonderheit. Der Lautsprecher ist ein guter Punkt. Der Lautsprecher Q100, das war eine absolute Deutschland-Premiere. Am Freitag kam Fleming noch aus Dänemark mit dem Auto runtergefahren. Ja, es gibt im Augenblick nur zwei Lautsprecher von dem weltweit. Und damit wir dem Publikum den Lautsprecher zeigen konnten, hat Fleming die ins Auto gepackt, weil das Risiko war viel zu groß, die irgendwie noch zu schicken. Das Besondere an dem Lautsprecher ist, und wenn man hier mal eine Nahaufnahme macht, ist die Sicke hier und das Chassis. Das ist ein Purify-Chassis. Und das Chassis wurde mit künstlicher Intelligenz entwickelt. Und es geht darum, das Chassis nahezu verzerrungsfrei zu bringen. Mhm. Bei Verstärkern sind Verzerrungsfreiheiten 0,000 durchaus bekannt. Und meistens ist der Lautsprecher dahinter, der Verzerrung produziert. Und dieses Chassis macht quasi null. Und es ist als Idee, einen Technologieträger, aber auch wieder einen Lautsprecher zu entwickeln, der vom Design her wieder dänisch ist und skandinavisch ist. Eine Zwei-Wege-Box, die sich einfach wunderbar in Wohnräumen einfach integrieren lässt. Ja. Du hattest, glaube ich, noch in der Vorführung erwähnt, du hast Überzüge in fünf verschiedenen Farben von hochwertigen Stoffherstellern. Ne? Genau. Wir haben jetzt natürlich, weil wir auf einer HiFi-Messe sind, haben wir jetzt einfach mal ohne die Überzüge gespielt, um den High-Ender irgendwie gerecht zu werden. Es gibt fünf verschiedene Überzüge. Wir haben sie hier und können sie hier auch mal ganz kurz zeigen, die verschiedenen Varianten. Und die lassen sich auch jederzeit austauschen. Die werden drüber gezogen wie eine Husse letzten Endes beim Möbel. Und so kann der Kunde sich, je nachdem, wie seine Wohnungseinrichtung ist, den Lautsprecher sich so zusammenstellen, dass er ein perfektes Match hat. Ja. Weißt du, was mir am besten gefallen hat tatsächlich? Du hast einen optischen Lautsprecher, der als Designlautsprecher wahrgenommen wird. Und dann sind ja die audiophilen Erwartungshaltungen erstmal ein bisschen gedämpft. Ne? Schön sieht er aus. Ja. Schade, dass er wahrscheinlich nicht so gut klingen wird. Aber das Gegenteil war tatsächlich der Fall. Ihr hattet hier mit dem Lindorf eine Room Perfect Einmessung gemacht. Genau. Genau. Und tatsächlich, ich habe mir das schon gedacht, weil er zu gut eigentlich klang. Man kennt die Räume hier, wir sind in Hotelräumen, hier ist keine große Bassfalle oder sowas drin. Und dann habt ihr das halt nochmal vorgeführt, A, B, den gleichen Song. Und es ist einfach ein enormer Unterschied. Also ein aufgeräumter Bassbereich überträgt sich auch auf Mitteltonbereich und Hochtonbereich. Das ist ein echter Mehrwert. Ich behaupte mal, dass die Room Perfect Technologie, die wir bei Lindorf haben, wahrscheinlich die modernste Raumeinmesstechnologie ist, die es auf dem Markt gibt. Sie ist kinderleicht einzurichten, also jeder Kunde kann das mit ein paar Steps selber machen. Und was Room Perfect unterscheidet von allen anderen Technologien, wir arbeiten nicht auf eine Zielkurve. Wenn man jetzt sich mit Kunden unterhält und man hört irgendwie Raumkorrektur, dann haben viele Leute irgend so eine lineare Linie im Kopf und da muss irgendwie alles hingezogen werden. Ja. So hört man aber nicht Musik. Nein. Das hat nichts mit Musik zu hören zu tun. Wenn wir uns eine Spenderbox zum Beispiel anschauen aus der Klassik-Serie, die hat oben einfach vom Design her einen ganz natürlichen Roll-Off. Und den will ich auch nach der Raumkorrektur haben. Ja. Und Lindorf geht das so an, dass es einmal sagt, okay,
Ich habe zwei Unbekannte, ist einmal, welcher Lautsprecher ist dann und was ist der Raum. Und er will rausfinden, was ist die Charakteristik des Lautsprechers und die soll bitte erhalten bleiben. Mhm. Weil ein Kunde, der sich aktiv für eine Canton entscheidet, für eine Spandau entscheidet oder auch für eine Lindorf, der will die Charakteristik danach auch beibehalten. Und das zeichnet einen Lindorf aus. Und alle Kunden, die da waren, waren irgendwie echt begeistert, wie auf einmal viel mehr Kontrolle ist, gerade im Bassbereich. Und wir haben hier nahezu einen quadratischen Raum, der normalerweise schwer zu bespielen ist. Auf jeden Fall, also Ich höre oftmals so die Sorge, dass man sagt, okay, aber wir greifen jetzt ins Signal ein und das wollen wir ja nicht. Das Signal soll möglichst rein durchgehen und Phasenverschiebung. Ja, stimmt in der Theorie, es ist ja richtig. Aber dass der Raum genauso in den Klang eingreift, also dass du deine Raume und deine Raumantworten bekommst, dass das viel drastischere Auswirkungen hat auf den Klang, den ich dann letztendlich in meinem Wohnzimmer wahrnehme. Ich glaube, das wird oftmals unterschätzt. Vollkommen. Und deshalb gibt es auch viele Anbieter, die Art Absorber bauen, Diffusoren, alles Mögliche, nur um diese Raumkomponenten in den Griff zu kriegen. Wenn man, dann kommt häufig die Situation so, um einen Raum klanglich in den Griff zu kriegen, muss man viele Maßnahmen treffen. Und wenn die dann im Wohnzimmer stattfinden, kann es einfach passieren, dass der Partner dann irgendwann sagt, so, nee, da bin ich raus. Gut Musik hören, unbedingt, aber bitte nicht damit. Und aus dem Grund hat Peter Lindorf vor vielen Jahren, Jahrzehnten sogar schon, angefangen, sich mit Raum und Raumeinmessungen zu beschäftigen. Ja. Hat auch viel Lehrgeld zahlen müssen in der Vergangenheit. Aber seitdem Room Perfect da ist, würde ich sagen, haben wir mit, wie gesagt, eine der modernsten Einmessungen. Und ich kann jedem Kunden das einfach nur empfehlen, auszuprobieren. Bei mir zu Hause ist es zum Beispiel so, dass ohne Room Perfect wären meine Standlautsprecher bestimmt schon zerstört worden. Allein, weil ich zwei aktive Kinder habe. Was die in der Gegend rumrennen, ist Wahnsinn. Ja. Und durch die Einmessung kann ich die Lautsprecher einfach ein Stück weiter an die Rückwand bringen. Ja. Ich habe den gleichen perfekten, geilen Sound und das ist genial. Das ist ein Problemlöser. Auf alle Fälle. Ja. Klingt gut, Problemlöser. Ich finde, so kann einfach modernes HiFi einfach sein. Ja, bin ich bei dir, cool. Okay, lass uns auf die andere Seite gehen. Wir haben ja quasi das zwei ist genau, Systeme hier. Das ist genau der Gegenpol zu dem, was wir jetzt von drüben hatten. Hier haben wir Cord Electronics. Eigentlich ziemlich genau das Setup, was wir vor ein paar Tagen bei euch im Laden ausgepackt haben. Ich erkenne es wieder. Gut so. der einzige Unterschied zu euch im Laden ist, wenn man es jetzt hier anschaut, ist, dass wir die Seitenteile bei der Vorstufe und bei der Endstufe in Acryl haben. Mhm. Damit ist es ein bisschen schlichter vom Design. Wird cleaner, ja. Also das Herzstück ist der Vorverstärker Pre 3 und Ultima 5. Und was wir hier im Raum gemacht haben, wir haben Leuten gezeigt, wie groß der Unterschied von DA-Wandlern sind. Bei vielen Menschen ist immer noch so im Kopf, Digitalwandler, eigentlich alles gleich. Digital sind nur 0 und 1. Ja. Und wir wollen, dass Leute wirklich Vertrauen haben ins Hören, dass sie sich mutig sind, eigene Entscheidungen zu treffen. Dass sie auch später bewusst beim Laden bei euch einfach sich hinsetzen können und sagen, so, nee, das gefällt mir besser, das will ich haben. Und deshalb haben wir hier einen Aufbau gehabt, wo wir die drei Wandler von Cord Electronics, die mittlerweile sehr bekannt sind, einfach in Reihe aufgebaut haben. Wir haben einmal hier Q-Test als Einstieg, haben hier dann den Hugo TT2 und hier drüben auch noch den Dave als Referenz-DAC mit dabei. Und haben dann an Stücken einfach gezeigt, so, was passiert, wenn ich der Qualität der DA-Wandler nach oben gebe. Ja. Und Resonanz war auch wieder positiv. Alle haben die Unterschiede gehört. Ja. Als Abschluss hatten wir dann auch noch einen M-Scaler mit dabei. Das ist das Gerät, was sich hier unten befindet. Das ist ein Upscaler, der digitale Signale nochmal viel feiner poliert und zum Beispiel aus einer reinen CD-Aufnahme mit 16-Bit, 44,1 kHz eine echte Hi-Res-Aufnahme macht. Und das fanden Leute einfach sehr, sehr spannend, weil da geistern immer noch echt viel Unwissenheiten außenrum. Ja, und also was ich wahrnehme, sind auch tatsächlich viele Vorurteile und digital klingt ja immer eckig und kantig und ich kann damit ja leider keine klassische Musik hören. Viele Gespräche tatsächlich das Wochenende geführt und das Schöne ist ja, ich habe ihn gehört, ich kenne die Ergebnisse und ermutigen, selber zu hören, selber die Erfahrung sammeln und es ist ja nicht mehr der Fall. Nein, und was wir hier auf einer Messe machen wollen, ist, wir wollen Interesse bei den Kunden wecken. Ja. Wir wollen Besuchern einfach eine Idee geben und einfach einen Impuls geben und danach seid ihr im Laden die perfekte Adresse, dort einfach tiefer einzusteigen. Ja. Wir hatten etliche Kunden, wo wir gesagt haben, so, nee, vereinbart einen Termin bei euch, ihr habt einen DAC da, Q-Test, Dave da,
wenn ihr einen TT2 braucht, stellen wir den euch natürlich auch. Und dass die Kunden in Ruhe bei euch nochmal mit deren Musik das einfach anhören können. Ja. Weil der Raum ist anders als von den meisten Besuchern, die Elektronik ist anders als bei den meisten Besuchern, aber die Kunden hier sind oder Besucher sind hier in der Lage, die Unterschiede zu hören. Und darum geht's. Und wenn sie Selbstvertrauen haben, dass sie in der Lage sind, Unterschiede wahrzunehmen, könnt ihr sie perfekt aufnehmen und einfach in der Vorführung bei euch im Laden genau das optimale Ergebnis für den Kunden rausarbeiten. Bin ich bei dir. Das, auf der Messe ist natürlich immer viel Trouble drumherum. Man kann sich eigentlich gar nicht so richtig konzentrieren. Ja. Man muss sich schnell umschalten. Und Hand aufs Herz, so ein Dave, den testet man zu Hause. Den baut man zu Hause in sein Setup ein. Und dann kann man den wirklich in Ruhe gegen sein vorhandenes Setup im besten Fall hören. Ja, du grinst. Ich hatte den zu Hause. Ich weiß. Und, ach, das Ding ist der Hammer. Ja. Dave ist tatsächlich eins der Produkte, wo ich wirklich Kunden empfehle, die gerade Gedanken haben, so, ich überlege mir einen DA-Wandler zu kaufen, um meine digitalen Komponenten aufzuwerten, wo ich sage, so, wenn du dir einen Dave mit nach Hause nimmst, mach das gerne, aber überleg dir vielleicht im Hinterkopf schon, dass du ihn vielleicht danach haben möchtest. Ja. Also wenn die Anlage vorher echt top war, du warst zufrieden, alles gut und du nimmst sowas wie einen Dave mit nach Hause und hörst einmal, was er gemacht hat, dann kann es sein, dass der Schritt zurück ein bisschen schwerer fällt. Ja, hast du mir nicht gesagt. Habe ich nicht? Das tut mir leid. Nee, alles gut, alles gut. Doch, habe ich den. Ah, okay. Welches Produkt ich jetzt so bei, wenn man jetzt so die ganze Ultima-Serie in Dave sieht und sowas, welches Produkt ich wirklich außergewöhnlich finde aus der ganzen Familie, ist der Einstiegswandler, der Q-Test. Ja. Wenn man ihn in die Hand nimmt, allein von der Wertigkeit, das ist ein wirklich tolles Produkt. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, so, ich soll jetzt einfach mal ein Produkt an die Hand nehmen, ich soll mal beim Kunden vorbeigehen und nur mal an einem Produkt zeigen, wofür Cord Electronics steht, dann würde ich das Gerät mitnehmen. Ja. Ob ich das jetzt an einen Streamer anschließe, an einem alten CD-Spieler, was aus dem Gerät rauskommt, ist einfach echt faszinierend. Das macht schon mal so eine Tür auf. Ja. Und damit versteht man schon ganz viel, wofür Cord Electronics steht. Bin ich bei dir. Also in meinen Augen ist es jeder, der ein No zu Hause hat, den eben Klassiker. Perfekt. Und einfach mal sagt, ja, ich will den nächsten Schritt gehen. Du erklärst, okay, digitale Wandlung ist ein relevanter Punkt. Den mitzugeben und zu sagen, wir sind unter 2000 Euro, genau. Hör rein, erkennen die Unterschiede, was macht ein digitales Analogwandler? Wunderbares Ding, tatsächlich bin ich bei dir. Aber sag nochmal, den kann man nicht ausschalten, ne? Also das Kabel bleibt immer dran? Das Kabel bleibt immer an. Also bleibt der quasi dauerhaft im Betrieb? Im Betrieb. Okay, das war mir nämlich noch unklar. Aber ansonsten bin ich bei dir. Die Verarbeitungsqualität, Cord, aber durchweg ist herausragend. Also wenn du den mal in die Hand nimmst, den Q-Test, man glaubt nicht, wie schwer der ist. Ja. Eine Besonderheit. Was wichtig zu wissen ist, alle Geräte vom Q-Test bis hoch zur Ultima werden in England gebaut und in England zusammengesetzt. Also es ist nicht nur assembled, sondern es ist designed and produced in UK. Sie kommen aus Maidstone, das ist bekannt auch von anderen englischen Lautsprecherhersteller. The Pump House, das ist ein altes Pumpwerk, wo die Fertigung drinnen ist. Okay. Es ist genial, dorthin zu gehen, weil es auf total verschiedenen Ebenen und so wirklich ein Besuch wert. Vielleicht kann ich euch mal mitnehmen. Gerne, ja. Und man sieht dort, mit wie viel Leidenschaft die Leute die Produkte zusammenbauen. Ja. Und es ist einfach englische Handarbeit. Das ist einfach toll. Ja. Cool, super. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen einmal rüber in den anderen Raum. Mika. Danke dir. Bis bald. Ja. Ciao. Gut, ciao. So, jetzt sind wir quasi in unserem Messraum, den wir mit der IAD zusammen haben. Das ist genau das Setup, was ihr schon bei uns gesehen habt, was wir vorgestellt hatten. Das hatten wir ja 2 Wochen bei uns zum Einspielen, zum Testhören einmal. Und hat sich wunderbar rausgestellt. Wir haben hier natürlich noch mit Diffusor ein bisschen gearbeitet, um einfach den Raumklang noch ein bisschen zu perfektionieren. Aber die gesamte Atmosphäre war tatsächlich wunderbar. Hat Spaß gemacht, die Resonanz war wirklich toll. Eigentlich war die ganze Zeit, zumindest samstags, kein Stuhl frei und auch sonntags gut besucht, das freut uns natürlich. In dem Falle fällt euch auf, wir haben die Soul-Note Phono-Vorstufe ersetzt gegen das Phono-Modul, was jetzt in der Quest, in der Vorstufe mit eingebaut ist. Das ist das passende von DS Audio für den Tonabnehmer. Dafür haben wir uns entschieden. Das Rack, was ihr hier seht, ist in dem Falle vom Beautiful Audio aus Massivholz. Finde ich hervorragend, passt super gut, entzerrt das Ganze so ein bisschen. Und den Stromtag hatten wir tatsächlich bei uns auch nicht im Geschäft. Der ist nochmal separat. Das ist in dem Falle der S1000, der kleinste, wenn man so möchte. Aber der ermöglicht uns einfach, das gesamte Stromnetz in dem Falle zu ignorieren. Da sind eingebaute Akkus drin und wir sind komplett frei. Es ist
wenn man so will, die konsequenteste Art und Weise, Strom zu denken. Hat uns hier sehr geholfen. Wie gesagt, wir sind ja hier in einem Hotel und Internet und Strom ist hier so eine Sache. Hat wunderbar funktioniert und genau, wir hatten natürlich einen Plattenkoffer mit dabei, um verschiedene Platten vorzuführen. Hier habt ihr nochmal Soul Note, das Line-Up mit dabei, die verschiedenen Farbtöne, Farbvarianten, die es von der Wilson Banish gibt. Und natürlich ein paar Snacks. Wir haben ja fleißig hier auch die Messegäste und natürlich uns selber auch versorgt mit Berliner und Franzbrötchen. Genau. Und soweit nochmal vielen, vielen Dank für jeden, der uns besucht hat. Uns hat es viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gut, dass ich euch noch erwische. Und zwar haben wir Engis noch einmal dazu bekommen, dass er die Anmoderation macht, also seine Produkte quasi einmal vorstellt, die von mir entwickelt sind, so wie ihr sie hier auch auf der Messe hättet erleben können, die Vorführung. Vielen Dank. Abonniert gerne den Kanal, lasst einen Kommentar da, ob ihr auf der Messe wart, wie euch die Messe gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Okay, cool. Welcome to the ID Room. So, let me introduce you a bit of background about Lumine. We started the Lumine brand in 2012 and ever since, it's now 10 years. We have brought a lot of new features and also new technologies to the public. Ever since the 2012, we released the AE1, which is the first DSD compatible network streamer. And now in 10 years time, we brought you the UE2. So what's special about Lumine? Lumine is the few companies in the market which does everything under the same roof. We do our hardware design, our software which runs inside the units, and also APP, the software which runs on your iPad, iPhone, or Android devices, all under the same roof. This coherent design, which means we get amazing compatibility and also reliability out of our products. So with the new U2, which is the bigger brother for the U2 Mini, we actually brings a lot of technology that we learned from the X1 and the P1 down to this mainstream network streamer. A good example is the optical network. With the optical network, all the noise from your router and also speakers and also from your home network system will be isolated from your audio system, which brings significant audio performance improvement. And with the built-in dual-stage regulator power supply and also a dedicated USB port, first in the Lumine line, this brings unprecedented performance to our Lumine range and also to the U2. So in this setup, we have the Westminster Lab Quest and also the Ray. For Westminster Lab, they do things very differently compared to others. All the products that we do actually sets out to bring something new to the market. With the preamplifier and also the Ray as a set, the transient performance and also the low noise performance is unprecedented in the market. With the Ray, it's rated at 100 watt ATOM and 400 watts at 2 ohm. And in this kind of package, there isn't any competition in the market. And we did it with a lot of simulations and bespoke heatsink designs. Finite simulation and also fluid dynamics, computation simulation has also been used in designing and engineering these kind of products. A good example is the heatsink that we used. It's completely built from a single block of aluminium with a custom profile and asymmetric fins design. So come and listen to our system and enjoy.